Willkommen bei Kunsthandwerk im alten Ägypten. Unter dem wachsamen Auge des Handwerksgottes Ptah von Memphis stellten die alten Ägypter die Welt, in der sie lebten, auf einzigartige Weise dar. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Sichtweise der alten Ägypter auf die Kunst und Kunstschaffenden nicht unseren modernen Begrifflichkeiten entspricht. Statt Künstlern gab es in der kreativen Kultur geschickte und respektierte Handwerker. Die wichtigsten Fachrichtungen waren dabei das Zeichnen, die Malerei, die Bildhauerei und die Metallverarbeitung. Die altägyptischen Handwerker schufen Kunst und eine Vielzahl von alltäglichen Werkzeugen. Jedes Stück hatte einen bestimmten Zweck und wurde von anonymen Handwerkern hergestellt, die allein oder im Team arbeiteten. Die meisten Kunsthandwerke kamen für Gebrauchsgegenstände zur Anwendung. Luxusgüter und Illustrationen dienten Tempelritualen und waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Künstler signierten selten ihre Arbeiten, obwohl sie sich bewusst waren, dass sie eine einzigartige Fähigkeit innehatten. Kunst bot nicht nur einen praktischen Einblick in die Lebensweise der alten Ägypter, sondern auch in die Art und Weise, wie sie die Welt und ihren Platz darin sahen. Das Gleichgewicht von Ordnung und Chaos war sowohl im physischen als auch im metaphysischen Universum entscheidend. Ihre Kunst scheint daher stilistischen Konventionen zu folgen, die dieses Weltbild unterstützen. Von Haushalten und Palästen über Tempel bis hin zu Gräbern gehörten Töpferwaren, Papyrus und Textilwaren zum Alltag der alten Ägypter. In der altägyptischen Kultur wurden Zeichnungen als Illustrationen verwendet, wie im Totenbuch zu sehen. Sie waren auch der erste Schritt bei der Schaffung von Reliefs, Gemälden oder Statuen. Bei zweidimensionalen Darstellungen ging es um Ordnung und Form. Sie sollten Götter ehren und den Übergang der Seele zum Jenseits fördern. Stilistisch ging es den Ägyptern um die Darstellung des inneren Selbst des Menschen. Bei künstlerischen Darstellungen ging es also nicht um Realismus, sondern um idealisierte Jugendlichkeit und visuell perfekte Harmonie. Eine Ausnahme bildeten Jagd- und Kampfszenen, in denen sich Umgebungen und Feinde auf lebhafte, ja chaotische Weise bewegten. Tiere und Feinde wurden in Masse dargestellt, als würden sie das Chaos beschreiben, während die Ägypter mit ruhigen, disziplinierten Posen für die Ordnung standen. Reliefs können aus der Oberfläche herausragen oder in ihr versenkt sein. Für beides war eine entsprechende Oberfläche erforderlich. Die Vorbereitung der Oberflächen hing von der Gesteinsbeschaffenheit ab. Bei einem abgebauten Block war nur eine einfache Glättung nötig. Felsdenkmale, wie sie in Gräbern zu finden sind, bedurften mehr Arbeit. Oftmals wurde die Oberfläche vorm Modellieren mit Gips beschichtet. Für Reliefs wurden vorläufige Skizzen mit Rot vorgezeichnet und mit einem Gitter umrahmt, um die Elemente der Szenen zu positionieren. Die korrigierten Skizzen waren dann schwarz und nach der Abnahme konnte die Szene gemeißelt werden. Das erklärt wahrscheinlich den Namen der Reliefhandwerker, der, der die Konturen zeichnet. Statuen galten als Gefäße für die Seelen Verstorbener oder für Gottheiten.
Deshalb hieß ein Bildhauer auch derjenige, der etwas lebendig macht. Diese göttliche Pflicht brachte ihnen höchsten Respekt ein. Wie beim Relief stand auch bei der Skulptur zuerst eine Zeichnung. Die meisten Statuen bestanden aus Steinblöcken, vor allem Kalkstein. Aber auch härtere Steine wie Quarzit wurden verwendet. Im alten Ägypten wurde der Handwerksberuf organisiert und wies eine bestimmte Hierarchie auf. Die meisten Handwerker waren auf eine Institution angewiesen, die sie mit Rohstoffen versorgte. Es gab drei Arbeitsebenen für die Handwerkskunst: privat, Großanwesen und in den Palast- und Tempelwerkstätten. Die größten königlichen Werkstätten bedeckten eine Fläche von etwa 2,8 Quadratkilometern. Auf häuslicher Ebene waren die meisten Ägypter mehr oder weniger Handwerker. Das Reparieren von Werkzeugen war tägliche Notwendigkeit. Auf dem lokalen Markt wurden alltägliche Handwerksprodukte getauscht. Fähige Handwerker, denen die Ressourcen fehlten, arbeiteten auf großen Gütern, wo die Elite ihnen Arbeitsfläche und Rohstoffe zur Verfügung stellte. Die begabtesten Handwerker waren in königlichen oder Tempelprojekten beschäftigt und genossen einen besonderen Status. Sie waren mit guten Arbeitsplätzen ausgestattet und galten als hochqualifiziert. Ein alter Text, der als Lehre des Cheti bekannt ist, enthält eine Reihe von Beschreibungen, die einen Einblick geben, wie Handwerker wahrgenommen wurden. Ein Kupferschmied soll stinken und Finger haben, die Krokodilskot ähneln, während den Töpfern nachgesagt wurde, dass sie Sumpfbewohnern ähneln. Diese Überzeichnung diente wohl auch dazu, die beneidenswerteste Position von allen hervorzuheben, die des Schreibers. Deir el-Medina war eine Siedlung in der Nähe des Tals der Könige, die auf Befehl des Königs zu Ehren der erfahrensten Handwerker gegründet wurde. Der Name bedeutet übersetzt das Kloster der Stadt. Diesen Handwerkern wurde auf Geheiß des Königs ein Haus zugewiesen. Sie wurden mit Respekt behandelt und als königliche Handwerker bezeichnet. Jene, die dort lebten, arbeiteten an den Gräbern im Tal der Könige und den umliegenden Tempeln. Archäologen glauben, dass der Ort über 400 Jahre lang die Heimat von erfahrenen und angesehenen Handwerkern war. Er gilt als eine der wichtigsten Entdeckungen hinsichtlich des ägyptischen Alltagslebens. Während der Schwerpunkt der ägyptischen Archäologie hauptsächlich auf Königen und Königinnen lag, wurde Ägyptologen erst bei der Ausgrabung von Deir el-Medina ein wertvoller Einblick in das Gemeinschaftsleben der altägyptischen Handwerker gewährt.